Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. In der heutigen Review darf ich euch aus dem Hause Kia den Sportage in der sportlichen GT-Line vorstellen. Wie ist das Fahrzeug und wie es sich fährt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Doch zuerst ein großes Dankeschön an Autodeckers in Schlangen, die mir dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Schaut gerne mal bei denen vorbei, erster Link in der Videobeschreibung und folgt denen gerne auf Instagram. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich über ein Abo herzlich freuen. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn ihr noch mehr Content haben wollt oder wissen möchtet, was hinter den Kulissen passiert, dann folgt mir auf Instagram. Unser Sportage leistet 177 PS aus einem 1,6 Liter Turbomotor und hat ein maximales Drehmoment von 265 Newtonmeter. Geschaltet wird das Fahrzeug mit einer 7-Stufen-Automatik. Von 0 auf 100 braucht der Sportage 9,1 Sekunden und die Endgeschwindigkeit liegt bei 201 km/h. Unser Testwagen könnt ihr bis zu 62 Liter Benzin betanken, der Durchschnittsverbrauch ist mit 7,6 Litern angegeben, der CO2-Ausstoß nach WLTP beträgt 188 Gramm und dieses Fahrzeug erfüllt die Abgasnorm Euro 6 DTEMP. Dann kommen wir mal zu den Motoren. Es gibt zwei Benzinmotoren, einmal den 1,6 Liter GDI mit 132 PS. Diese Motorvariante gibt es nur mit Frontantrieb und als Handschalter. Dann gibt es den 1,6 Liter TGDI mit 177 PS, den ich hier vor euch habe. Diesen Motor gibt es wahlweise mit Automatik oder als Handschalter und man hat die Wahl zwischen Front- oder Allradantrieb. Bei den Dieselmotoren sieht es folgendermaßen aus, es gibt drei verschiedene Leistungsstufen. Einmal den 1,6 Liter CRDI mit 115 und 136 PS, beide Motoren gibt es entweder mit oder ohne Mild-Hybrid. Den kleineren 1,6er CRDI gibt es nur als Fronttriebler und mit Handschaltung. Die 136 PS Variante gibt es wahlweise mit Front- oder mit Allradantrieb. Die Variante mit Frontantrieb gibt es nur als Schalter, beim Allradler kann man zwischen Handschaltung oder Automatik wählen. Der Top Diesel ist der 2 Liter CRDI mit 185 PS, diese Motorisierung gibt es nur mit Mild Hybrid und mit Allradantrieb, aber man kann zwischen Handschaltung oder Automatik wählen. Beim 2 Liter CRDI hat man jedoch eine 8-Stufen-Automatik anstatt eine 7-Stufen-Automatik. Den Sportage gibt es in 6 verschiedenen Ausstattungslinien. Es fängt an mit der Edition 7, dann Vision, Dream Team Edition, Spirit, die sportliche GT-Line, den ich hier vor euch habe, und die höchste wäre die Platinum Edition. Preislich startet der Sportage in der Edition 7 bei rund 22.500 Euro. Der Basispreis von unserem Testwagen beträgt rund 37.700 Euro. Dann gehen wir mal auf das Design ein. Speziell in der GT-Line haben wir diese Chrom-Applikationen am Kühlergrill und die LED-Nebelscheinwerfer. Darunter haben wir einen Unterfahrschutz in Alu-Optik und hier haben wir die Frontkamera verbaut. Insgesamt macht der Sportage von vorne einen bulligen und wertigen Eindruck. Dann haben wir hier die LED-Scheinwerfer verbaut. Ab der Spirit hat man die serienmäßig. Auf jeden Fall bieten die eine gute Sicht und dank Fernlichtassistenten wird das Fernlicht automatisch auf- und abgeblendet. Von der Seite sehen wir unten an der Tür den AWD-Schriftzug, damit man auf jeden Fall weiß, dass es sich um einen Allradler handelt. Auf dem Dach haben wir verchromte Dachrelinge und die Türgriffe sind ebenfalls in Chrom. In der GT-Line steht unser Testwagen serienmäßig auf 19 Zoll Felgen. In der Edition 7 auf 16 Zoll Felgen. Allgemein gibt es für den Sportage 4 verschiedene Felgen von 16 bis 19 Zoll. Unser Testwagen ist in diesem schönen Blame Flu Metallic, ist aber nur meine Meinung und alles Geschmackssache. Für den Sportage gibt es 12 verschiedene Farben. Dann haben wir hier einen Dachkantenspoiler, dadurch wirkt das Fahrzeug noch viel dynamischer. Hinten am Fahrzeug haben wir die durchgezogenen Rückleuchten. Allerdings bleibt es in der Mitte unbeleuchtet. An der Heckklappe haben wir das GT-Line-Logo und den Sportage-Schriftzug.
Dann haben wir hier die außenstehende Rückfahrkamera. Per Knopfdruck kann man die Heckklappe öffnen und jetzt gehen wir mal kurz auf den Kofferraum ein. Das Kofferraumvolumen beträgt 503 Liter, bei umgeklappter Rückbank bis zu 1492 Liter. Per Knopfdruck könnt ihr ganz entspannt die Heckklappe wieder schließen. Wer den Sportage als Zugfahrzeug nutzen möchte, dann habe ich folgende Info. Die maximale Anhängelast von unserem Testwagen beträgt bei einem gebremsten Hänger bis zu 1600 Kilogramm, bei einem ungebremsten Hänger bis zu 750 Kilogramm. Auch hier am Heck haben wir einen Unterfahrschutz in Alu-Optik und wir haben hier zwei echte Endrohre. Beim Top-Diesel hätte man zwei sogenannte Fake-Endrohre. Wer einen sportlicheren Sound haben möchte, der kann gegen Aufpreis die Sportabgasanlage dazu bestellen. Kann man machen, wenn man einen sportlichen Sound haben möchte? Schreibt es mir in den Kommentaren, ob ihr den Sportauspuff dazu bestellen würdet. Bevor es mit dem Innenraum weitergeht, zeige ich euch erstmal das Smart Key Free System. Somit könnt ihr das Fahrzeug schlüssellos entriegeln und wieder verriegeln. Dann haben wir an der Einstiegsleiste den Sportage-Schriftzug. Dann gehen wir mal auf den Innenraum ein. Als Detail sehen wir die Lüftungsdüsen mit einer Chromumrandung und die Türarmlehnen sind beledert mit einer roten Kontrastnaht. Unser Testwagen hat das Nero GT-Line Paket und haben somit diese schönen Sportledersitze. Und hier finden wir die roten Nähte wieder. Der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar, ansonsten sind die Sitze angenehm und komfortabel. Hinten im Fond haben wir ein gutes Platzangebot. Man kann die Lehne von der Rückbank über einen Hebel verstellen oder komplett umklappen. Der Vordersitz ist auf meine Körpergröße abgestimmt. Ich bin ca. 1,80 groß und habe hinten genug Beinfreiheit wie auch Kopffreiheit. Dann haben wir hier zwei Cupholder, einen USB und einen 12-Volt Anschluss. Für die äußeren Sitze haben wir eine Sitzheizung. Dann haben wir hier einen Panoramadach verbaut, dadurch wirkt der Innenraum noch viel heller und gemütlicher. Dann sprechen wir mal kurz über das Infotainment-System. Wir haben hier einen 8 Zoll Touchdisplay verbaut. Über Apple CarPlay oder Android Auto könnt ihr euren Smartphone mit dem Fahrzeug verbinden. Unser Testwagen hat das Technologiepaket und haben somit eine 360-Grad-Kamera verbaut. Die Bildauflösung ist soweit in Ordnung. Ihr könnt beliebig die Ansicht ändern, um das Ein- und Ausparken zu erleichtern. Für eine gute Musikqualität sorgt das JBL Soundsystem und ist in unserem Testwagen serienmäßig. Für das Infotainment-System haben wir hier noch haptische Knöpfe mit zwei Drehrädchen. Dann haben wir hier die Bedienelemente von der Klimaautomatik. Die ist zwar tief angesetzt, aber trotzdem gut zu erreichen. Darunter haben wir einen Ablagefach mit einer induktiven Ladestation und einen USB-Anschluss. An der Mittelkonsole haben wir eine Mittelarmlehne und zwei Cupholder. Hinter den Schalthebel haben wir die Direkttasten zum Beispiel für die Fahrmodi, für den Einparkassistenten und vieles mehr. Auch das Lenkrad ist sportlich designt, die Unterseite ist abgeflacht und als Detail haben wir das GT-Line-Logo. Um die Sportlichkeit zu unterstreichen, haben wir am Lenkrad die Schaltpedals in Alu-Optik. Ansonsten ist das Lenkrad übersichtlich und einfach zu bedienen. Auf der linken Seite reguliert man zum Beispiel die Lautstärke vom Radio, auf der rechten Seite steuert man zum Beispiel die Assistenzsysteme. Links neben dem Lenkrad haben wir ebenfalls Knöpfe zum Beispiel für die Assistenzsysteme und für die elektrische Heckklappe. Hinter dem Lenkrad haben wir eine analoge Tachoanzeige, in der Mitte haben wir ein kleines digitales Display. Jedoch soll der Sportage auch eine digitale Tachoanzeige bekommen, wie der X-Seat oder wie die normalen Seat-Modelle. Über das Lenkrad könnt ihr beliebig die Einstellungen ändern, was ihr gerne angezeigt haben möchtet. Ich persönlich hatte am liebsten das Digital-Tacho. Dann kommen wir mal zum Fahreindruck. Den Sportage starten wir per Start-Stopp-Knopf. Man hat hier eine gute Rundumsicht. Ich habe den Verkehr gut im Blick. Die Lenkung ist leichtgängig und die 7-Stufen-Automatik schaltet sanft und ruckelfrei. Das Fahrwerk ist zwar straff abgestimmt, aber es ist trotzdem komfortabel und es dämpft die Bodenwellen gut weg. Im Sportmodus ist die Lenkung direkter und die Gasannahme ist sensibler.
Es fährt sich für ein SUV agil und dank Allradantrieb hat das Fahrzeug eine gute Traktion. Die 177 PS sind ausreichend für den Alltag, die Kraft reicht vollkommen aus. Die Assistenzsysteme wie zum Beispiel das ACC tragen zum Fahrkomfort bei. Dann kommen wir mal zu meinem Fazit. Die Optik ist zwar Geschmackssache, aber der Sportage in der GT-Line macht einen muskulösen und kantigen Eindruck, aber auch der Innenraum ist wertig eingerichtet und vermittelt einen sportlichen Flair. Wie schon bereits erwähnt, ist es ein angenehmes Fahren im Sportage, aber es fährt sich auch agil und mit 177 PS ist das Fahrzeug ausreichend motorisiert für den Alltag. Wer ein geräumiges und praktisches Fahrzeug sucht, aber auf die Sportlichkeit nicht verzichten möchte, der ist beim Sportage mit der GT-Line genau richtig. Was auch noch für den Sportage spricht, ist die 7 Jahre Garantie und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich zahlt man schon eine Stange Geld für die GT-Line-Ausstattung, aber man hat sehr vieles serienmäßig, wie zum Beispiel das JBL Soundsystem und vieles mehr. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Wie findet ihr den Kia Sportage in der sportlichen GT-Line und mit welcher Motorisierung und Ausstattungsvariante würdet ihr das Fahrzeug nehmen? Eure Antwort in den Kommentaren. Alles klar Leute, das war's mal wieder mit dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen dicken blauen Daumen hoch da und wir sehen uns dann im nächsten Video dann wieder. Haut rein!